Kepasser Leute, herzlich willkommen bei Iron Mike Bodybuilding und heute, kurz und knapp, zeige ich euch, wo ihr über die Black Week oder das Black Weekend oder den Black Friday bei meinen Kooperationspartnern richtig sparen könnt, wenn ihr Bock drauf habt. Ab geht's! Ganz genau, und du hast richtig gehört, das ist heute ausnahmsweise mal wirklich ein reines Werbevideo. Man verzeihe es mir, aber ich dachte, ich kann das auch mal machen und da ich auf meinem Kanal sowieso grundsätzlich das mache, worauf ich Bock habe, dachte ich mir, es ist vielleicht ganz geil, jetzt, wo eben diese Woche ansteht und ich schon auf Instagram sehr viel gefragt werde, wie ist denn die Aktion, wie sieht es denn da aus, wer hat denn was vorbereitet, mache ich einfach schnell ein Video und gebe euch das kurz und knapp durch und erzähle euch vielleicht noch eine Kleinigkeit zu dem jeweiligen Kooperationspartner, wie ich zu dem gekommen bin und so weiter. Weil die mir auf Instagram folgen, vor allem wissen, dass ich die Kooperationspartner, die ich habe, eigentlich nur habe, weil ich die Produkte gefeiert habe und dann ein Kontakt zustande gekommen ist. So ist es bei allen gewesen und das ist eigentlich eine ziemlich nice Sache. Deswegen habe ich auch gar nicht so viele. Heute stelle ich euch 4 an der Zahl vor. Natürlich vor allem Big Zone ist klar. Dann haben wir das CBD-Öl Hanfgeflüster, tatsächlich aus Berlin, made in Germany. Dann haben wir natürlich den Eat Lean Käse, den ihr schon in vielen meiner Kreationen habt zur Anwendung kommen sehen. So, ne? Und dann haben wir zu guter Letzt auch noch den guten Austrian Cookie Dealer. Richtig. Das alles erkläre ich euch heute. Also die haben natürlich alle was vorbereitet. Verschiedene Laufzeiten, verschiedene Bedingungen, verschiedene Prozente, verschiedene Geschenke. Das alles wollte ich euch jetzt einfach mal kurz mitgeben. Und dann könnt ihr entscheiden, ob ihr das so machen wollt oder nicht. Das ist ja völlig eure Entscheidung. Ist ja alles cool. Ich werde euch sogar sagen, was ich da explizit für bekomme. Nur falls irgendjemand meint, hier geht es jetzt nur ums Geld oder dies oder das. Tatsächlich bin ich die meisten Kooperationen einfach eingegangen, weil ich es geil fand und weil ich die Produkte dann bekomme. Und dann kann ich euch auch noch einen Rabatt überlassen. Manchmal kriege ich Provision, manchmal tatsächlich sogar nicht. Und dementsprechend geht es hier einfach nur darum, dass ihr da die Möglichkeit habt, jetzt ordentlich zu sparen. Fangen wir doch einfach gleich mit Big Zone an. Was muss ich euch zu Big Zone eigentlich noch großartig erzählen? Ich bin quasi, man kann sagen, seit Tag 1 bei Big Zone, aber das wäre gar nicht möglich. Denn Big Zone gibt es in der Urform schon sehr, sehr lange. Big Zone hat mal als Supplement Store in Berlin angefangen, der eine kleine Eigenmarke namens Big Zone eben entwickelt hat. Mit einer Untermarke, die noch Pump Food hieß. Und hauptsächlich war Big Zone aber quasi ein Store, der Mischmarken, also alles Mögliche betrieben hat an Supplements. Die Eigenmarke wurde immer beliebter und das Ganze ging sogar so weit, dass Shops von anderen Städten die Eigenmarke bestellt haben. Das Ganze ging dann wirklich so weit, dass irgendwann, das war auch die Zeit, in der ich dazu gekommen bin, man wirklich auch den Gedanken hat reifen lassen zu sagen, Big Zone hat das Potenzial mit einem neuen Branding, mit einem neuen Anstrich und wirklich einer ganz neuen innovativen Formelgebung, zu sagen, wir gehen jetzt richtig auf Bodybuilding und so ist Big Zone dann in der Stunde, das war quasi circa zur gleichen Zeit, als ich nach Berlin gekommen bin, ich war also zur rechten Zeit da, so ist das dann quasi entstanden. Ich bin zu Big Zone gekommen während meiner ersten Wettkampfvorbereitung, ja, das war zur Men's Physique Diät. Da war ich damals in Ludwigshafen im größten und beliebtesten Shop aus der Umgebung, dort auf jeden Fall. Liebe Grüße an BB Sportnahrung, dort hat für mich alles angefangen. Die haben mich immer so ein bisschen supportet mit ihren Supplements. Und die haben tatsächlich auch alles Mögliche im Shop gehabt und die haben mir damals schon Big Zone ans Herz gelegt. Haben gemeint, ey, check mal die BCAAs. Ja, wirklich BCAAs damals noch. Aber da waren wir schon auf dem Trichter, nur mit ERAs nehmen. Aber es hieß damals noch, die schmecken so geil, die BCAAs und so weiter. War cool. Und der damalige Booster, der hieß Plasma Pump. Es war noch so eine Zeit, wo ein bisschen noch die Hardcore-Booster am Regieren waren und da war es gar nicht so üblich, dass, das war beim Plasma Pump so, dass es eigentlich nur Aminosäuren basiert ist und Koffein, aber dafür ordentlich hoch dosiert. Ich habe den damals schon für seinen Pump unheimlich gefeiert und so bin ich auf Big Zone gekommen und habe angefangen, Big Zone zu markieren, habe meine Stories gemacht, da bin ich mit Instagram auch gerade immer so ein bisschen größer geworden und Big Zone hat mich sehr, sehr oft gerepostet. Und dann kam irgendwann der Kontakt zustande, dann hieß es aber erst, nee, also normalerweise haben wir da jetzt nicht so einen Bock drauf, Athleten und so weiter. Und dann habe ich gesagt, alles cool, passt, ich feiere es trotzdem. Und im Laufe meiner Wettkampfvorbereitung, als sie dann wirklich gemerkt haben, da kommt echt auch wahrscheinlich viel Anfrage rum, weil ich sehr, sehr viel poste. Ich habe es halt meine ganze Wettkampfvorbereitung quasi benutzt, beziehungsweise noch vor der Diät war das jetzt, glaube ich, genau. Und dann kam der Kontakt zustande, such dir was aus. Ich habe mich gefreut wie ein Keks. Und dementsprechend, kurze Zeit später hieß es, nee, komm, wir machen das. Du bist jetzt einfach ein Athlet von uns. Und ja, lange Rede, kurzer Sinn. Etwas später bin ich dann nach Berlin gegangen, um bei Big Zone an der Theke anzufangen. Und auch schon mit dem Hintergedanken, Personal Trainer zu werden, natürlich in Berlin, aber auch irgendwie mich bei Big Zone da so weiter ein bisschen einzufuchsen. Und so ist es dann heute gekommen.
Heute mache ich die Produktentwicklung bei Big Zone, mache auch sehr, sehr viel, was Medien- und Marketing-Management so angeht. Also ich organisiere tatsächlich viele Videodrehs, da bin ich immer sehr, sehr viel mit dabei, auch bei der Ideengebung. Ich manage viel, was das Athletenteam angeht, noch im Hintergrund mit. Und hauptsächlich muss man aber sagen, mache ich quasi so ein bisschen auch, wenn es um irgendwelche Strategien geht, was geht demnächst ab, was haben wir vor und so weiter, bin ich auch noch dabei, aber mittlerweile so. Ich nehme mir immer sehr viel Zeit für die Produktentwicklung, suche die Formeln zusammen, prüfe das Ganze, lese sehr viel Studien. Das ist so, was ich hauptsächlich mache für Big Zone und wirke dann quasi auch mit, bis das Produkt soweit ist und in den Verkauf gehen kann. Deswegen, das ist so der Grund, die, die mir auf Instagram folgen, wissen das, stehe ich so krass hinter Big Zone. Weil, wer würde das denn nicht? Ne? Ich mache ja keine Produkte, die ich scheiße finde. Das ist der Grund, warum ich für Big Zone wirklich einstehe, wirklich zu 100%. Und das ist auch der Grund, warum, wenn du quasi, das ist ja der Grund zum Beispiel, warum mein Coaching-Team auch total auf Big Zone ist, wenn es jetzt natürlich jemanden gibt, der mir folgt und sich sagt, ey, das ist seine Grundsätze, finde ich halt geil, dann ist es ja normal, dass die dann auch mit Freuden das nehmen, was ich quasi vertrete. Das ist ja überhaupt die Funktion eines Influencers im Endeffekt. Ne? Also im Endeffekt bin ich dann bei Big Zone natürlich Mitarbeiter, aber ich bin irgendwo auch der Big Zone Influencer, muss man dazu sagen. Und natürlich kriege ich eine Provision. Ne? Ich kriege auf diese Verkäufe natürlich von Big Zone eine Provision, aber auch nicht mehr als die anderen Athleten. Das ist eine ganz normale Umsatzprovision, die ich da bekomme pro Verkauf. Und jetzt kommen wir endlich zum spannenden Thema. Ja, sorry, jetzt habe ich viel gequatscht. Ab Freitag, ne? Also wirklich ab Freitag 0 Uhr, ja, geht's los. Bis zum Sonntag um 0 Uhr. Also das ganze Wochenende könnt ihr bei Big Zone erstmal 25% sparen. Das ganze Sortiment ist 25% günstiger. Aber, stopp, der Code Mike10, zack, den kannst du natürlich noch oben drauf klatschen. 25%, das ganze Sortiment ist schon mal 25% reduziert und mit Mike10 oben drauf, bam, kriegst du da auch nochmal 10% oben drauf. Easy Nummer. Also richtig geil, da könnt ihr ordentlich sparen. Ist auf jeden Fall mehr als bei den Super Sales, die jede Woche sind. Und diesmal geht es ums gesamte Sortiment. Natürlich nur, solange der Vorrat reicht. Ganz, ganz wichtig. Big Zone hat ordentlich bestellt. Viele von euch haben mitbekommen, wir hatten in letzter Zeit leider Lieferschwierigkeiten von manchen Rohstoffen. Das war auch tatsächlich durch Corona und so weiter. Wir sind aber sehr, sehr gut aufgestellt. Also ab Freitag 0 Uhr könnt ihr anfangen mit dem Code Mike10. Kriegt ihr also auf die 25%, die schon aufs Sortiment sind, nochmal 10% obendrauf. Und seid richtig ordentlich am Sparen. Das gilt, wie gesagt, von Freitag bis Sonntag, also das ganze Wochenende. Und das ist das, was Big Zone, ich sage auch gerne, was wir von Big Zone für euch tun. Jetzt machen wir schnell weiter mit Eat Lean. Ja, der gute Eat Lean Käse, ganz kurz erklärt, was ist das? Das ist ein Proteinkäse. Das ist so ein Ding, wo ich mich immer gefragt hatte, warum gibt es das eigentlich nicht? Die Geschichte ist die, ich war mit meiner damaligen Freundin in, ich glaube es war Barcelona und von da nach Emporia Brava. Da waren wir im Urlaub. Und dann waren wir in einem Supplement-Store in Barcelona. Der hat ja nichts Besseres zu tun, als im Urlaub im Supplement-Store zu sein. Wer kennt das nicht? Ich mache das immer. Ich gehe rein, gucke, was die für Riegel haben und so weiter. Interessiert mich total. Bin ich einfach so. Und dementsprechend sind wir da rein und dann habe ich im Kühlregal diesen Käse gesehen. Und dann stand halt 36% Protein und 3% Fett. Und ich dachte, genau sowas, verdammt nochmal, habe ich in Deutschland noch nie gesehen. Warum denn nicht? Und dann dachte ich mir, schmeckt der scheiße, warum gibt's den nicht? Und dann habe ich wirklich mal auf Vertrauen, habe ich gleich 2 Packungen oder 3 Packungen von dem Reibekäse und von dem Blockkäse mitgenommen. Ne? Ich habe wirklich gleich zugegriffen. Einfach auf Vertrauen. In der Ferienwohnung angekommen, haben wir das dann natürlich gleich mal verköstigt und wir waren hellauf begeistert. Wirklich, also es war, ja, hat einfach super geil geschmeckt. Bessere Werte als Harzer zum Beispiel, vorher bis dato war Harzer quasi unser Lieblingsding, aber dann plötzlich, wow, der Geschmack nochmal viel geiler, wirklich viel geiler. Und ja, das heißt, ich finde Harzer an sich geil, aber keine Angst, das ist sehr, sehr weit weg von Harzer. Ne? Auch, es riecht auch nicht wie Harzer, alles gut, beruhig dich wieder, alles gut. Gut, und ja, das war die Geschichte, also ich habe dann natürlich... ich habe gedacht, ich muss nochmal nach Barcelona 3 Stunden zurückfahren zu diesem Supplement-Store. War aber nicht so, denn uns ist dann irgendwann aufgefallen, das ist in Spanien relativ normal, dass es das in Supermärkten gibt. Und da haben wir die dann wirklich ordentlich leer gekauft und haben das auch mit nach Hause genommen. Und ich habe dann natürlich auch da angefangen, Eat Lean zu markieren.
Auch da kam dann mit der Zeit der Kontakt zustande. Da haben die mir schon erzählt, dass die planen, in Deutschland mit Kaufland eine Kooperation zu starten, aber leider nur zwei Produkte. Und dann kam das kurze Zeit später auch, lustiger Fun Fact, Inside Fact. Ich weiß von einem Mitarbeiter von Kaufland, dass meine Stories ein Hauptargument dafür waren, dass das dann funktioniert hat, dass das bei Kaufland reingekommen ist. Das wurde als Argument intern in einer E-Mail rumgezeigt, dass ein Influencer, der relativ bekannt in der Fitnessszene ist, war ja zu dem Zeitpunkt gar nicht so, aber so wurde das wohl ein bisschen gepusht, dass der das so, ne, feiert und pusht und sich dadurch das gut verbreiten könnte. Und war dann wirklich so. Und kurze Zeit später kam dann nochmal von Idlin die Anfrage und die haben gesagt, ey, du hast jetzt schon zwei, dreimal bestellt, du kaufst Kaufland immer leer und so weiter, wie sieht's denn aus, willst du einfach ein Paket haben ab und zu und die Leute kriegen einen Code von dir und weil es halt aus Großbritannien kommt und hier und da und würden wir jetzt keine Provision oder sowas machen, aber du kriegst quasi Käse, so viel du willst, einmal im Monat, wirklich eine Riesenportion, deine Leute können 10% sparen und wie sieht's aus, hast du Bock, ne? Und dann habe ich gesagt, ja klar, reicht mir schon, weil ich liebe diesen Käse einfach und das hat mir für eine Kooperation schon gereicht. Außerdem habt ihr halt zu dem Zeitpunkt schon auf Instagram immer, wann machst du mal endlich was? Hau mal einen Rabattcode raus und der Käse ist so geil, weil ihr habt es tatsächlich viel bestellt. Der Unterschied ist, bei Kaufland gibt es wirklich nur den Reibekäse und den Blockkäse. Bei Eat Lean selbst, da gibt es so geiles Zeug, abgesehen davon, dass es Zero-Soßen gibt, die seht ihr ja immer auf meiner süßen Rolle, gibt es da tatsächlich mittlerweile auch alles Mögliche. Es gibt diese Super-Oats. Das ist quasi ein Oatmeal, das gemischt ist mit Proteinpulver, geschmacksneutral. Fand ich jetzt zuweilen noch nicht so nützlich. Ich habe hier und da damit mal ein Porridge gemacht oder eine Teigmischung. War ganz geil. Ja, ist halt geschmacksneutral. Wer sowas braucht, ist halt als Teiggrundlage meiner Meinung nach super geeignet. Aber das war es auch schon wieder. Die Soßen sind super lecker. Ich sage das nicht oft über Zero-Soßen und vor allem nicht über Süße, also über Sirups. Ne? Die sind wirklich sehr, sehr problematisch. Wir erinnern uns alle an das Walden Farms-Desaster und so weiter. Also die Insider wissen jetzt Bescheid. Die Leute, die sowas schon immer konsumiert haben. Das war alles sehr gewöhnungsbedürftig und es hat eine sehr lange Entwicklungszeit gebraucht. Die Sirups von Idlin sind wirklich lecker. Aber das ist ja gar nicht das Hauptding, sondern wirklich der Käse. Es gibt einen Smoked-Käse, den gibt es halt leider bei Kaufland nicht. Außerdem gibt es in nicht jeder Kaufland-Filiale Idlin, ist mir gesagt worden. Tatsächlich gar nicht so oft, ne? Leider. Es gibt den Smoked-Käse, der hat so einen rauchigen Geschmack. Es gibt den Red Cheese, der ist, glaube ich, einfach nur rot. Ich habe mal nachgefragt, der ist einfach nur rot, weil es soll so Cheddar-Cheese angehaftet sein. Dann haben die tatsächlich so eine Art Parmesan-Reibekäse in so einer Dose. Habt ihr bei mir auch schon öfter gesehen. Das ist ein Traum, wenn man das über Reis oder sowas macht. Abgesehen davon, dass der Grated Cheese, also der Reibekäse, für meine Reisnudel-Bolognese zum Beispiel oder für Burger-Kreationen aller Art einfach super geeignet ist. Mittlerweile haben die auch Schmierkäse. Und sie haben auch sowas wie Halloumi jetzt rausgebracht mit 40% weniger Fett. Außerdem die Slices, also auch Scheiben. Leute, die haben alles. Die haben sogar solche Snack-Sticks. So Packungen, wo du dann den Käse quasi wie so ein Riegel snacken kannst. Und der schmeckt wirklich geil. Also ich denke, Käse ist für viele so ein Thema gewesen, wo man sich oft gedacht hat, ich habe schon Bock auf Käse. Ich habe schon Hunger auf Käse. Aber so 40-50% Fett und dann drückt der meistens auch im Magen und so weiter. Der Idlin-Käse hat 36%, ist laktosefrei, soweit ich weiß. Ihr müsstet nochmal auf die Packung gucken und hat nur 3% Fett. Das Zeug ist wirklich unglaublich lecker. Informiert euch gerne auf der Seite. Das war die Geschichte dazu. So bin ich quasi jetzt Influencer für Idlin geworden. Und was könnt ihr dort sparen? Ganz einfache Sache. Idlin hat verschieden gestaffelte Rabatte aufs ganze Sortiment. Die gehen hoch bis zu 25%. Das kommt aber aufs Produkt an. Und auch hier kannst du den Code MIKE10 oben drauf klatschen. Und das gilt schon seit Montag und es gilt die ganze Woche. Na, also können wirklich die ganze Woche ordentlich sparen bei Idlin. Bis zu 25%. Und egal, wie was rabattiert ist, du kannst überall am Ende dann am Warenkorb quasi nochmal MIKE10 oben drauf klatschen und hast dann wirklich on top nochmal die MIKE10. Und dementsprechend lohnt sich das meiner Meinung nach. Ich weiß, ich muss mich hier entschuldigen. Ich habe es immer noch in der Beschreibung drin, glaube ich. Ich muss es rausnehmen. Ich hatte das falsch verstanden. Free Shipping ab 30 Pfund. Tatsächlich ist es nur innerhalb von UK. Die sind aus UK. Das tut mir auch leid. Also tatsächlich sind diese Lieferkosten von 10 Pfund, soweit ich weiß, immer noch aktiv. Genau deswegen lohnt es sich jetzt bei einem Sale aber auch tatsächlich zuzuschlagen. Haltbarkeit ist in der Regel um die 2 Monate oder länger. Deswegen finde ich, kann man sich auch ganz geil eindecken. Und die liefern mit Kühlpads, also wirklich Aluminium verschlossen mit Kühlpads. Alles super. Ich bin da jedes Mal mega zufrieden gewesen. Habe übrigens heute eine Benachrichtigung bekommen, mein Paket ist schon wieder unterwegs. Also ziemlich geil. Und ich freue mich da immer wirklich mega drüber. Und ja, das war Eat Lean, also hauptsächlich der Proteinkäse, aber mittlerweile, wie gesagt, eben auch so Sachen wie der, wie dieser Parmesankäse oder tatsächlich auch, ach so, ein Ofenkäse gibt es ja auch noch, ne? So ein Aufback-Ofenkäse, auch sehr lecker.
und eben auch Zero Sirups und so weiter. Ne? Die erweitern das immer so ein bisschen. Und meine Empfehlung ganz klar, alle Käsevarianten super lecker, wirklich mega geil. Und die Sirups, ich persönlich finde die geil. Ne? Wer Bock hat, nimmt die Oats und so weiter. Aber das ist deine Sache. Der Code ist Mike10 und kriegst du überall noch oben drauf geklatscht bis Ende der Woche, einschließlich Sonntag. Das war Eat Lean. Kommen wir zu Hanfgeflüster. Hanfgeflüster ist ein Hersteller aus Berlin für CBD-Öl. Wir reden hier von Vollspektrum CBD und zwar auf der Basis natürlicher Inhaltsstoffe. Die Geschichte ist hier, ich habe auch schon seit einer Weile sehr, sehr gerne CBD konsumiert. Tatsächlich nicht Hanfgeflüster, die hatte ich nicht auf dem Schirm, aber die kamen dann auf mich zu. Ich habe mit dem Moritz, liebe Grüße, das ist der CEO, eine ganze Weile telefoniert. Der hat mir erzählt, was die so machen und so, hat mir auch sehr viel über die Nachhaltigkeit erzählt und so weiter. Zum Beispiel wird für jedes verkaufte Produkt ein Baum gepflanzt. Zum Beispiel wird CO2-neutral versendet und diese Verpackungen hier, diese hübschen, die sind quasi recycelt. Und wir haben da echt eine ganze Weile gesprochen und er hat mich dann überzeugt und ich habe gesagt, klar, ich probiere das Produkt sehr, sehr gerne aus. Ich konsumiere gerade sowieso CBD, also schick's mir doch einfach gerne. Und so kam das dann zustande. Ich persönlich stehe auf das 15%ige CBD-Öl. Das ist mein absolutes Lieblings-CBD von denen. Und das muss man sich einfach vorstellen, hat, so wie alle, bis zu 0,2% THC-Anteil. Das ist bei CBDs ganz normal und ist ein 15%iges Vollspektrum CBD-Öl. Made in Germany, sogar made in Berlin, was eine ziemlich geile Sache ist. Und ganz wichtig, die haben jetzt auch, also es gibt auch ein 10% und ein 5% Öl nur und die haben auch ganz viele andere Produkte. Aber ich interessiere mich natürlich primär fürs CBD-Öl, deswegen bin ich bei denen. Die haben jetzt auch ein Sportler-CBD-Öl rausgebracht. Jetzt fragt ihr euch, was ist denn der Unterschied, warum Sport? Und im Endeffekt ist der Unterschied einfach hier, dass hier 0,0 THC-Gehalt drin ist. Nur falls es zum Beispiel jetzt um Profisportler oder sowas geht, die dann regelmäßig getestet werden, damit das nicht anschlägt. Ne? Also das heißt zum Beispiel, wer da auf Nummer sicher gehen möchte, kann dieses Sport-CBD nehmen. Ansonsten sind das genau die gleichen. Warum nimmt man CBD-Öl? Ich persönlich kann dir sagen, warum ich es nehme. Ich kann auch noch ein bisschen darauf eingehen, warum generell das sehr, sehr viel verwendet wird. Ich nehme es wegen dem Stress entgegenwirken hauptsächlich. Und jetzt kommt wirklich die Hauptbaustelle, ich nehme es für den Schlaf. Da hilft es mir ungemein. Vor allem das 15%ige hilft mir ungemein. Ich nehme jeden Abend circa 8 Tropfen, sind das 5 bis 8 immer, das variiert immer. Und ich bin wirklich seitdem ein viel besserer Schläfer. Es fördert die Regeneration, es fährt dich merklich runter, du schläfst tiefer, du schläfst länger und dadurch regenerierst du einfach besser. Ne? Daher kommt diese bessere Regeneration. Das ist das Haupteinsatzgebiet. Es fährt dich im Kopf runter wirklich und du schläfst besser. Es wird tatsächlich auch gegen Depressionen, gegen Schlafstörungen eingesetzt, es wird schmerzlindernd eingesetzt. Da gibt es ja ganz, ganz viele Anwendungsgebiete. Ne? Wenn du dich auch zum Beispiel mal umhörst, Krebsforschung und so weiter, da ist es immer wieder ein Begriff. Für mich persönlich jetzt, ne? Für mich persönlich jetzt Hauptbaustelle, Regeneration. Manchmal nehme ich nach dem Training von dem hier, weil das hat nur 10%, nehme ich davon ein paar Tropfen und das nehme ich vorm Schlafengehen. Aber hauptsächlich nehme ich das hier, das 15%ige vorm Schlafengehen. Vorher hatte ich das 10%ige, damit war ich auch sehr zufrieden. Hanfgeflüster hat sich Folgendes für euch überlegt. Es gibt einen Code Mike20. Ja, den kennt ihr schon. So spart ihr auf jedes Produkt dort 20%. Das heißt, also so eine Flasche, die hält dir natürlich ewig, ja. Aber die kostet natürlich dann schon ihre 70 Euro oder so. Da sparst du schon 20% drauf mit dem Code. Ist ein ganz normaler Preis für CBD, 15%iges, das kennt ihr wahrscheinlich. Was jetzt noch dazu kommt, ist Folgendes. Wenn du das so beibehalten möchtest, kannst du einfach mit Mike20 weiter einkaufen. Hanfgeflüster hat sich aber was anderes ausgedacht. Ab einem Bestellwert von 60 Euro, was ja, wie wir gesehen haben, wenn du einfach ein gutes CBD haben willst, weil immer schnell erreicht ist, gibst du den Code MikeGreen ein. MikeGreen. Poste ich natürlich nochmal unten hier in die Beschreibung. Und dann bekommst du das Produkt CBD Vollspektrum, das hier, 10%, noch obendrauf. Und das hat auch nochmal einen Wert von 60 Euro. Also das heißt, du kannst, egal was du willst, shoppen, sobald du auf den Bestellwert von 60 Euro kommst, kannst du den Code MikeGreen eingeben und bekommst noch so ein, aber ein 10%iges quasi, mit obendrauf im Wert von 60 Euro. Solltest du also sowieso das 10%ige kaufen wollen, würdest du einfach quasi zwei dafür bekommen. Das ist ganz schön heftig. Also du kriegst wirklich einfach das Doppelte an Wert. So kann man sich vorstellen. Ab 60 Euro einfach den Code MikeGreen eingeben. Und da ist es, wie gesagt, egal, ob du
verschiedene andere Produkte nimmst und so auf 60 Euro kommst oder ob du zum Beispiel eins hiervon nimmst. Das kostet ja 70 Euro, dann hättest du einmal ein 15-prozentiges und würdest das 10-prozentige noch oben drauf bekommen, so nach dem Motto, doppelt hält besser. Kannst du kombinieren, kannst die mit jemandem teilen, die Aktion oder so, ist eigentlich relativ gut gemacht. Falls du dir sagst, nö, habe ich keinen Bock drauf, kannst du einfach sagen, okay, dann kaufe ich heute wie immer auch für 20% ein, indem du den Code MIKE20 eingibst, der gilt trotzdem. Ne? Aber ich persönlich finde einfach, rechne das einfach mal gegen. Du bezahlst hierfür mit Mike20 irgendwie 14 Euro weniger ungefähr. Dann bezahlst du halt einmal quasi die 70 Euro, gibst aber Mike Green ein und bekommst nochmal ein 60 Euro Produkt obendrauf. Das ist schon krass und es ist ja auch CBD, nur es ist kein 15, sondern 10-prozentiges. Finde ich eine geile Aktion. Dementsprechend merkst du dir quasi, und das gilt ab heute. Das ist jetzt heute bis einschließlich Cyber Monday sogar, kannst du bei Hanfgeflüster entweder weiterhin mit dem Code MIKE20 einkaufen oder ab einem Bestellwert von 60 Euro mit dem Code MIKEGREEN noch ein Produkt, und zwar das 10-prozentige CBD im Wert von 60 Euro, obendrauf bekommen. Das ist eine ganz ordentliche Nummer. Wer Bock drauf hat, gönnt sich das. Gebt mir Feedback, wie ihr das so findet, weil ich werde das an die Firmen natürlich auch weitergeben. Und dementsprechend, wenn ihr das schon mal ausprobiert habt, sowieso freue ich mich über Feedback, ne? Was Hanfgeflüster angeht, was Edlin angeht, was alles angeht. Aber ihr schickt mir auf Instagram oft, wie ihr da alles nachkocht und nachbackt. Das finde ich ganz geil. Und zu guter Letzt der gute, liebe Austrian Cookie Dealer. Die Geschichte hierhinter ist ganz einfach. Ich, vielleicht wissen es die meisten, ich cheate eigentlich süßigkeitenmäßig gar nicht, denn, ich weiß nicht, wir haben die Big Zone Peanut Butter und ich bin ein absoluter Peanut Butter Fan und damit mache ich mir die süße Rolle und dies und das, also bin ich einfach. Du kennst ja irgendwann alles, so manchmal läufst du irgendwie am Kaufland vorbei, im Kaufland und siehst da irgendwie eine Oreo White Chocolate Milka und dann denkst du dir erst, Alter, was eine Kombination. Und dann weißt du schon, wie es schmeckt und du kennst das schon. Und dann ist es immer das Gleiche. Und das ist bei mir wirklich so. Alle Ben & Jerry's auch schon zigmal durch. Ist doch immer das Gleiche. Und das ist aber auch okay für mich. Das ist cool für mich. Das passt schon so. Weil wenn ich was Süßes haben will, mache ich mir zum Beispiel eben die süße Rolle und bin da mega zufrieden mit. Oder esse mal einen Eiweißriegel. Oder probiere irgendwas anderes aus. Und dann kam der Austrian Cookie Dealer und hat mich angeschrieben und meinte, ey, ich mache da diese Kekse. Willst du die mal probieren? Musst einfach nur einen Post machen, dann geht das klar. Ich so, na komm, warum denn nicht? Warum habe ich zugesagt, geh bitte einmal auf die Instagram-Seite und guck dir diese Videos an, wie die aufgebrochen werden. Da kann man nicht Nein sagen. Und ich dachte mir einfach, ich will das probieren. So. Spoiler, die ganz normalen Cookies sind nicht besonders proteinlastig oder nicht, das sind einfach nur bösartige, geile Cheat Meals, aber denkwürdige. Das ist nicht so, du isst einen Schokoriegel und denkst dir, hätte ich mir auch sparen können. Nee, das ist wirklich, es ist ein Erlebnis. Es ist krass, wenn du da reinbeißt. Und ich genauso begeistert war ich dementsprechend, als ich die dann probiert habe. Und dann habe ich gesagt, weißt du was, ja, ich feiere dich, ich supporte dich. Er backt sie halt selber, wirklich mit seiner Frau zusammen, ist aus Österreich, ein ganz lieber, liebe Grüße hier an den Hannes. Er backt sie selbst mit seiner Frau, so hat das mir, ich glaube, so habe ich es verstanden, weil der war auch einmal da, wir haben uns zu einer Cookie-Verkostungsparty bei Big Zone verabredet, wir wollten das so ein bisschen pushen, weil die Leute das einfach, die werden süchtig danach, wenn sie das probieren. Ne? Und wir wollten das so ein bisschen pushen, weil er auch echt ein Korrekter ist. Und da hatten wir echt viel Spaß an dem Tag und hat er mir das alles so ein bisschen erzählt, wie das abläuft. Ich supporte den Typ unglaublich gerne, weil er einfach auch ein sehr cooler Typ ist und weil diese Kekse einfach verboten sind. Die sind verboten lecker. Dann wurde ich natürlich dazu eingeladen, eine Riesenehre, meinen eigenen Cookie zu entwerfen. Und das ist dieser Big Zone Cookie, den es dort gibt. Der ist mit Reese's White, Karamellfüllung und ich glaube sogar auch noch Nutella-Füllung. Also das ist so wirklich Peanut Butter Reese's Mindfuck as Hell. Also Peanut Butter Caramel, bam. Ihr merkt schon, auch die feiere ich. Wenn ich mal cheate, cheate ich das, wenn es was Süßes sein soll. Und damit es aber nicht nur beim Cheaten bleibt, hat er sich mittlerweile schon Gedanken gemacht. Denn es gibt seit neuestem Low-Carb-Cookies und es gibt die Extra-Protein-Cookies. Die sind mit über 40 Gramm Protein pro Cookie oder so. Dann mischt er tatsächlich auch, das haben wir klar gemacht, das Battle Whey mit in den Teig. Und die Peanut Butter, die für die Cookies verwendet wird, ist die von Big Zone. Also auch hier wird Erdnussmus verwendet. Richtig geile Sache. Und das ist der liebe Austrian Cookie Dealer. Den supporte ich sehr, sehr gerne. Unfassbar leckere Kekse für ein besonderes Ereignis. Nein, ich wurde es dauernd gefragt, wie kann ich die in meinen Ernährungsplan einbauen? Nein, kannst du nicht, Alter. Also kannst du schon, aber dafür sind sie meiner Meinung nach halt nicht gedacht. Die sind so ein besonderes Erlebnis. Gönn dir, wirklich, gönn dir die als besonderes Erlebnis. Und
Was hat er sich gedacht, der Gute? Er hat an dem Tag 10% Rabatt aufs gesamte Sortiment. Und diese 10% Rabatt bekommst du, indem du den Code Black Friday eingibst. Black Friday. Rechtschreibung egal. Übrigens bei allen Codes, ne? Rechtschreibung egal. Und dann kannst du nochmal oben drauf Iron Mike 10 eingeben und bekommst dann insgesamt 20% Rabatt. Ne? Einer dieser Cookies kostet im Schnitt um die 5 Euro. Du hast dann 20% Rabatt. Ich glaube, ab 5 oder 10 Cookies, nageln mich nicht drauf fest, ist versandkostenfrei. Weiß ich, ich will nichts Falsches sagen, da bin ich jetzt nicht sicher. Und dementsprechend kann man sich da was gönnen. Mein Tipp, man kann die einfrieren. Ne? Die halten 2 Wochen, wenn du die bekommst, im Kühlschrank. Aber du kannst die auch einfrieren. Nur am Black Friday gilt der Code. Erst Black Friday und dann nochmal Iron Mike 10. Beide Codes. Also erst den einen, dann den anderen. Dann hast du 20% aufs Sortiment. Rechtschreibung egal. So, das waren alle Kooperationen. Das waren alle Möglichkeiten, die ihr habt, um zu sparen. Das war tatsächlich mal, ja, ein komplettes Werbevideo. Ich habe versucht, aber euch das jetzt auch noch so ein bisschen mit Inhalt zu füllen, wie es quasi zu den Kooperationen gekommen ist, warum ich da bin und warum ich da auch dran glaube. Wie ihr merkt, sind meine Kooperationen eigentlich alles Produkte, die ich selbst in meinem Alltag habe, die ich wirklich auch einfach integriere. Also ich muss mich da nicht extra hinsetzen und einen Post machen, weil ich benutze das sowieso. Und dann muss ich manchmal einfach nur die Kamera draufhalten. Und das mache ich gerne. Weil wenn ich an ein Produkt glaube, dann supporte ich auch sehr gerne den Menschen mit der Vision dahinter. Ne? Sei das jetzt beim CBD-Öl oder beim Austrian Cookie Dealer, wo ich einfach wirklich, muss ich nochmal betonen, wo ich einfach finde, er hat Süßigkeiten wieder interessant gemacht. Ihr müsst bitte einfach mal auf die Seite gehen und gucken, wie, wenn er diese Kekse aufbricht, was da abgeht. Ey, was das für Dinger sind, unglaublich. Man merkt, dass ich immer noch so ein bisschen im Cut bin. Ne? Ich schmachte dem schon wieder etwas nach. Na gut. Und lange Rede, kurzer Sinn. Das waren die Kooperationen. Ja, das war ein Werbevideo. Tut mir leid, falls es dich gestört hat. Aber ich stehe zu meinen Kooperationen und ich mache diese Kooperation auch gerne und stehe dahinter. Und dementsprechend denke ich, dass es viele Leute auch interessiert, die einfach mal ein bisschen was sparen wollen. Und dementsprechend könnt ihr das jetzt tun. Die entsprechenden Links mit den Codes findet ihr hier unten in der Beschreibung. Natürlich könnt ihr mich damit supporten. Übrigens kriege ich auch beim Austrian Cookie Dealer kriege ich eine kleine Provision. Und das ist so, was ich dafür alles bekomme. Ne? Dementsprechend, ich bin einfach nur froh, wenn ich auch die leckeren Kekse immer wieder kriege. Ist halt auch wirklich so. Und dementsprechend war es das von mir heute? Schreib mir gerne in die Kommentare, ob du dir schon mal irgendwas davon gegönnt hast, wie du das fandest und wie du die einzelnen Aktionen fandest. Ne? Was fandest du jetzt cool? Welche Aktion fandest du geil? Bei welcher Aktion sagst du, ah, fand ich nicht so? Und das eine Sache ist ganz wichtig. Mecker nicht über Prozente, wenn sie dir zu niedrig sind oder so, weil du kennst das Unternehmen oder die Geschichte dahinter nicht. Du weißt gar nichts über Produktionskosten oder irgendwas. Ich habe das schon ganz oft gemerkt, auch bei Big Zone, dass die Leute sich beschwert haben, der Rabatt wäre nicht genug oder sowas, wo ich dann denke, ey, Leute, ihr müsst irgendwann mal auch einen Punkt machen. So, nur weil die eine Supplement-Firma die Prozente geben kann, kann es die nächste tatsächlich auch nicht. Und dementsprechend, ich bin mir sicher, dass jeder hier auf seine Art und Weise, ich stecke nicht bei allen drin, das Beste für euch rausgeholt hat und es wirklich gut gemeint hat. Und dementsprechend macht davon Gebrauch oder macht es nicht. Ansonsten lasst gerne ein Abo auf dem Kanal da. Ich danke euch wie immer für euren fortwährenden Support die letzte Zeit. Vielen, vielen Dank. Und ich melde mich natürlich im Laufe der Woche wieder. Wir sehen uns beim nächsten Mal bei Iron Mike Bodybuilding.